Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. So schaut's aus. Wir haben heute neue Primetime-Karten, wir haben ein paar neue Champions Club-Karten und wir haben eine einzige neue NHL Moments-Karte. Dazu haben wir einen neuen Modus im Hood Rush. Da bleiben die Belohnungen zwar gleich, aber wir haben einen neuen Modus. Fangen wir direkt heute an mit den Champions Club und zwar haben wir hier den Meister aus der QMJHL, die Victoriaville Tigers. Guck mal, was da so drin ist. Also den Anfang macht hier der 89er Igor Serdiuk. Ein rechter Flügelspieler. 89er Karte, rechter Flügelspieler, 1,80 groß, 75 Kilo, Zimmer Schwarm, Zimmer Gladiator. Also muss sagen, von den 89er Karte gar nicht mal so schlecht. Klar, wie bei vielen 89er Karten auch eher hier maximale Schussstärke, die Genauigkeit auch gut für eine 89er Karte, kann man so lassen. Gladiator setzt hier genau richtig an, geht die Bodycheck nochmal hoch. Schwarm ist hier, naja, gut, nicht sinnlos, aber die Agilität ist schon bei 99. Also hier echt für eine 89er Karte ist die echt sehr gut, muss man schon mal sagen. Dann als nächstes haben wir den 89er Jeremy Michaud, ein rechter Verteidiger, 1,75 groß, 82 Kilo mit Sommerbarrage und Sommerhauitzer. Auch hier Schusskraft bei maximal. Das ist echt der Trend hier, dass Karten unter 90 einfach maximale Schusskraft haben. Die ging auch soweit okay. Bodychecken kann man auch lassen. Also auch von der 89er Karte. Echt gut. 89 Beschleunigung, 89 Geschwindigkeit. Ja, gut, er ist 1,75 groß. Da müsste eigentlich noch mehr gehen. Aber bei der 89er Karte, die dann so schnell ist, geht dann sogar mit dem Howitzer und mit Verteiler 95, 95 Geschwindigkeit, 93 Beschleunigung. Also für eine 89er Karte ist es super. Mit Seilwerden wird der Schuss noch ein bisschen genauer, stärker, aber nicht mehr, ist schon beim Maximum. Aber auch hier eine gute Karte auf jeden Fall, auch wenn es eben nur eine 89er ist. Dann haben wir hier den 89er Alexis Arsenault, ein rechter Verteidiger, 1,80 groß, 79 Kilo, Zimmer Balance, Zimmer Lampenknipser. Schuss ist bei maximal, das werde ich wahrscheinlich noch öfter sagen, bis wir mit den Karten durch sind. Genauigkeit lässt auch zu wünschen übrig, geht es dann mit dem, die Handgelenkschussgenauigkeit geht es dann nochmal mit dem Lampenknipser nochmal hoch, okay. Deking, ja, 85, Bodychecken ganz gut soweit. Deking geht dann nochmal auf 88 hoch mit Balance an. Also auch hier eine gute Karte. Von den neuen Arzt kann man sich hier nicht beschweren. Gerade für die hinteren Reihen oder für die Spieler, die gerade erst angefangen haben mit NHL zu zocken, gibt es immer noch welche. Finde ich sehr cool, dass es immer noch welche gibt, die sich die Spieler erst jetzt holen. Dafür auf jeden Fall halte Ausschau nach diesen Karten, bringen doppelte Team-Synergien mit, doppelte Spieler-Synergien. Also da, und die sollten auch nicht zu teuer sein. Ich gucke jetzt mal ganz spontan, was es der neuen Arzt gekostet. Ich würde jetzt keine 100.000 dafür ausgeben. Ja, 50, 40 ist auf jeden Fall okay. Also gerade am Anfang wollt ihr solche Karten haben, damit ihr zumindest schnell die zweite oder sogar dann dritte Teamsynergie anhabt nach Verteiler und dem Funken. Auf jeden Fall sind das solche Karten, die nach denen ihr Ausschau halten müsst. Dann haben wir den 90er. Sean La Rochelle, linker Verteidiger, 1,78 groß, 74 Kilo, zweimal Funke, zweimal Shutdown. Also alle nicht wirklich groß und auch nicht wirklich schwer. Gut, die sind noch jung, die können noch wachsen. Schuss bei maximal, ich habe schon öfters gesagt jetzt heute. Auch Geschwindigkeit, Beschleunigung kann man echt so lassen. Hände bei 92 im Schnitt auch super. Geht dann auf 90 Schuss, geht Schlagschussgenauigkeit. Mit dem Funken sind wir bei 93 Beschleunigung, bei 92 Geschwindigkeit. Also auch hier. Echt, wenn ihr gerade erst angefangen habt, dann holt euch das komplette Team eigentlich von den Victoria Tigers und ihr habt auf jeden Fall schon mal Teamsynergien an. Also das ist auf jeden Fall eine gute Methode. Dann als nächstes haben wir den 90er Goalie, den Hootie, wie ich ihn so schön genannt habe. War ewig lang mein Backup-Goalie als Bronze-Version, weil er drei Teamsynergien hatte. Jetzt ist er schon bei 90, 1,75 groß, 70 Kilo, zum Verteiler, zum Balanced. Geschwindigkeit bei 99, Agilität bei 99 ist natürlich super, aber er ist ja nur 1,75 groß. Der wird dann in den Ecken oben links und rechts zerpflückt, wahrscheinlich gerade bei den Spielern, die wohl jetzt Handgelenkschusskraft auf 99 haben, wird er hier ziemlich zerlegt werden. Aber trotzdem eine gute Karte und ich finde es auch gut, dass er noch eine bekommen hat. Gab zwar schon mal eine Primetime zwischendurch, die war dann bei 85 oder was, aber hier der Hulti nochmal gewürdigt, indem er eine 90er-Karte bekommen hat und indem er Meister geworden ist in der QMJHL. Dann als nächstes den 90er Connor Frenette, rechter Flügelspieler, 1,78 groß, 73 Kilo, mit Sommer Schwarm, Sommer Deep. Also mit Deep an ist er echt ein brauchbarer Center, natürlich ist er unter 1,80 groß, von dem her, naja, nicht ganz so der brauchbare Center, aber trotzdem Schuss beim Maximum, Hände auch gut, Deep okay. Wäre mir fast Gladiator oder Shutter noch lieber gewesen, dass das Bodycheck noch ein bisschen höher geht, weil er doch nicht der größte und auch nicht, bei weitem nicht der schwerste ist, aber trotzdem auch 89 Beschleunigung, 89 Geschwindigkeit von Haus aus, auf jeden Fall eine Karte, die man brauchen kann.
eben auch, wenn man am Anfang noch ist und Teamsynergien ankriegen möchte. Der nächste ist der 91er Vincent Sevigny, rechter Verteidiger, 1,91 groß, und das ist ja der größte von allen hier. Und 77 Kilo, das ist ja Strich in der Landschaft. Mit Sommer Barrage, Sommer Wingman. Schuss ist bei maximaler Kraft, geht dann mit von der Genauigkeit mit der Salve auch noch ein bisschen hoch. Hände eher Durchschnitt. Bodychecken, klar, bei der Größe muss er Bodychecken können, bei 95 von Haus aus. Und wir sind dann bei 94 Beschleunigung und 90 Geschwindigkeit. Bei der Größe kann man auch nichts meckern. Also auch hier eine gute Karte für eine 91er-Karte. Dann der 91er Nicholas Day. Ein Center, 1,75 groß, 74 Kilo, zweimal Herz und Seele und zweimal Raser. Also mit Heart and Soul an, auch ein Center, aber nur 1,75 groß. Für mich wäre er fast eher ein rechter Flügelspieler mit 94 Beschleunigung und 97 Geschwindigkeit. Schuss auch hier beim Maximum, das kennen wir schon. Hände auch wirklich im hohen 90er Bereich. Bodychecken bei 90, wenn man mit Teams oder über 90, wenn man Teamsynergien anhat. Auch hier eine gute Karte für eine 91er Karte, aber nicht für einen Center, sondern eher für den rechten Flügel dann. Dann der 92er Sean Element, ein Center, 1,83 groß, 86 Kilo, Sommer Heart and Soul, Sommer Workhorse. Von Haus aus 95 am Face-Off, geht dann auf 99 mit Heart and Soul, also auch sehr gut. Dazu so über 1,80 kann man auch so lassen als Center. Schuss beim Maximum, natürlich beim Maximum muss man schon sagen. Mit Workhorse und Funken dann ist er dann bei 96 Beschleunigung, 92 Geschwindigkeit. Also auch da lässt sich wirklich nicht meckern. Bodychecken bei 93, Hände im Schild bei 91, auch hier eine gute Karte von Sean Element. Ob der mit dem fünften Element verwandt ist? Dann haben wir hier den 93er Benjamin Tardif, ein rechter Flügelspieler, 1,78 groß, 87 Kilo, mit zum Verteiler, zum Gladiator. Schuss ist natürlich beim Maximum. Beschleunigung, Geschwindigkeit auch bei 90, kann man auch nichts sagen. Geht dann auf 94 Beschleunigung, auf 93 Geschwindigkeit, auch okay, kann man nichts sagen. Hände im hohen 90er Bereich. Der Schlagschuss wird hier nochmal höher, theoretisch mit Gladiatoren, ist aber schon beim Maximum. Geht natürlich dann aufs Bodychecken, was auch sehr gut ist, daher, dass er doch nur oder unter 1,80 groß ist. Also auch eine echt gute Karte hier von Benjamin Tardif. Dann haben wir den 94er Alex Bukash, ein linker Flügelspieler, 1,85 groß, 87 Kilo, zum Balance, zum Wingman. Schuss, ich erzähl's gerne, ihr seht selber. Auch von der Genauigkeit kann man den echt so lassen. Hände im 90er Bereich, Bodychecken im 90er Bereich, mit Wingman und Funke an, sind wir dann bei 94 Beschleunigung, 92 Geschwindigkeit. Ja, okay, schon fast ein bisschen Upturner von der 94er Karte. Gibt es leider bessere, aber trotzdem hier auch eine gute Karte, auch wieder einer für Teamsynergien, wobei der würde deutlich teurer sein wie der Rest. Und den Abschluss macht hier der 94er Mikhail Abramov. Rechter Flügelspieler, 1,83 groß, 84 Kilo, Zimmer Funke, Zimmer Shutdown. Schuss ist hier eigentlich im Maximalbereich, wenn man den Shutdown noch ankriegt, ist der Schuss perfekt. Hände im hohen 90er Bereich, Beschleunigung geht dann auf 96, Endgeschwindigkeit ist 95. Also auch super Karte, kann man nicht sagen, von Michail Abramov. Sehr gute Karte. Dann haben wir noch eine NHL Moments Karte, und zwar für seine 4 Tore letztes Jahr in den Playoffs für die, wo ist er denn jetzt? Jetzt kommt wieder Geld. Ich zeige euch gleich, warum gerade Geld kam. Für seine 4 Tore im Spiel 6 gegen die Calgary Flames haben wir hier von den Dallas Stars. Zeit verzögern, noch ein bisschen labern, bis die Karte dann auch da ist, wenn sie denn da ist. Sie ist nicht da. Ah, da müssen wir zu den Dallas Stars reinschauen. Ja, das ist EA. Das ist EA Live. Haben wir öfters mal, dass die dann einfach nicht in den Sets auftauchen, sondern wir müssen im Team direkt nachschauen. Aber ich kann mit meinem Gelaber ja euch so ablenken und die Zeit überbrücken, bis wir hier auch den 93er Denis Gurianov haben. Also er ist ein rechter Flügelspieler, 1,91 groß, 91 Kilo, zum Verteiler, zum Lampenknipser. Schuss bei Maximum natürlich, Hände im hohen 90er Bereich. Mit dem Lampenknipser geht die Schlagschussgenauigkeit dann nochmal fast perfekt hoch. Defensiv super. 95 Beschleunigung, 94 Geschwindigkeit, bei der Größe absolut in Ordnung für eine 93er Karte. Also auch hier Denis Gurianov, eine super Karte. So, jetzt haben wir die Zeit überbrückt. Dann gab es noch ein paar neue Primetime-Karten, die sich auch aufs Team of the Season bzw. Team of the Year auswirken. Und zwar, da haben wir gerade schon einen Spoiler gesehen. Und zwar gucken wir erstmal in die internationalen Teams. Ja, so überbrückt man Zeit. Und zwar bei Team USA.
endlich hat ein Upgrade bekommen, muss ich schon sagen, weil ich habe lang drauf gewartet. Und zwar haben wir jetzt hier den 93er Jason Robertson. Er ist ein rechter Flügelspieler, 1,88 groß, 91 Kilo, zweimal Shutdown, einmal Workhorse. Schuss von der Kraft natürlich perfekt, was soll man sagen. Geht dann mit Shutdown hoch auch nochmal fast perfekt. Also wer dann noch Salve anhat, hat hier einen perfekten Schuss auf jeden Fall. Hände im hohen 90er Bereich, defensiv super mit Workhorse an und dem Funken an, sondern bei 96 Beschleunigung, 93 Geschwindigkeit, nee, 92 Geschwindigkeit. Also auch eine fantastische Karte hier von Jason Robertson. Damit ist seine Team of the Season-Karte auch auf 93 gestiegen. Dazu gucken wir mal direkt in meinen Lineup. Ich habe schon gesehen, dass er weiter oben ist. Wie das alles so ausschaut mit Team-Synergien an. Ich spiele mir vierte Reihe gerade noch. Da muss er schon ein wenig höher gehen, damit er hochrutscht. Also jetzt hier die Karte auch auf 93. Natürlich bessere Synergien. 99 Beschleunigung jetzt vor mit Wingman, Workhorse und Funken an. 92 Geschwindigkeit. Schuss ist so gut wie perfekt. Hände sind perfekt. Und defensiv ist er auch super. Ist auch hier jeder, der wo die 92er Karte von ihm hatte und jetzt die 93er Karte hat, kann sich auf den Rücken klatschen lassen vom Oktober und ihm gratulieren, dass er diese Karte hat. Oktober, klatscht mir auf den Rücken. Danke, Oktober. Also damit diese Karte auch bei 93 jetzt. Dann geht's weiter mit den Primetime-Karten bei den New York Islanders, die ja noch ein Spiel davon entfernt sind, die Boston Bruins aus dem Rennen zu werfen, auch wenn es da ein bisschen Kontroverse noch gab. Ich habe das Spiel nicht gesehen, habe bloß gehört, dass es ein bisschen Schiedsrichter-Kontroversen gab. Muss ich mir alles nochmal im Nachhinein anschauen. Und zwar haben wir jetzt von den New York Islanders, den schlaue Liste, weiß natürlich alles, haben wir den 93er, da haben wir schon mal einen, genau, Anthony Beauvillier, ein Center, 1,80 groß, 82 Kilo, zweimal Passing Playmaker, einmal Magier, also natürlich mit 74 am Face, aber alles andere als ein Center, damit ist er ein rechter Flügelspieler. Dafür für 1,80 schon extrem langsam, auch wenn der Schuss und die Hände eigentlich gut sind, wäre mir eine Synergie lieber gewesen, wie Workhorse, wie Wingman, wie Raser, wo auf Skating noch geht. So finde ich den, ist der keine gute Karte. Wenn er 1,90, 1,95 wäre, wäre die Speed bei 89 und so okay. Aber so wäre mir schon fast zu langsam. Da müsste eigentlich mehr drin sein. Also keine Empfehlung dieser Anthony Beauvillier. Und wahrscheinlich eine Empfehlung ist der 95er Josh Bailey. Rechter Flügelspieler, 1,85 groß, 91 Kilo, zweimal Lammknipse, einmal Deep. Ja, warum jetzt der 93er am Face-Off hat, der aber kein Center ist, während der andere, der Center ist, nur 74 am Face-Off hat, weiß auch keiner. Hände im hohen 90er Bereich, Schuss im hohen 90er Bereich. Bodychecken kann man auch so lassen, 94 Beschleunigung, 93 Geschwindigkeit, halt auch von den 95er Karte schon eigentlich fast wenig, wenn ich bedenke, was wir dort noch alles haben, also gute Karte, aber wer dann einen schnellen rechten Flügelspieler haben will, findet sicher eine bessere Lösung, vielleicht dann nur eine 93er Karte oder 94er Karte mit besseren Synergien als diesen Josh Bailey. Jetzt kann ich wieder mal Schrift nicht lesen, Vegas muss man nicht lesen können. Und zwar haben wir von den Vegas Golden Knights den 96er William Carlson. Ein Center, 1,80 groß, 88 Kilo, zweimal Deep, einmal Gladiator. Also jetzt mit Deep kann er auch wirklich mal mit der 96er Karte endlich mal am Center spielen. Zwar auch nur bedingt, aber er könnte Center spielen. Gladiator, Schuss ist perfekt, Hände sind perfekt, Bodychecken geht er mit Gladiator und dem Funken auch auf maximal hoch. Wir sind dann bei 96 Beschleunigung, 94 Geschwindigkeit, also für den rechten Flügelspieler auf jeden Fall ausreichend. Ich hatte immer noch, ich hatte den European Hockey Club damals von ihm, das war eine 92er Karte, die hatte Raser und Wingman, glaube ich, wäre mir immer noch lieber als diese 96er Karte und sollte auch deutlich billiger zu haben sein als die neue 96er Karte. Genau. Dann haben wir von den Winnipeg Jets, bleiben wir gleich hier hinten in dem hinteren Bereich von den Winnipeg Jets, den 97er Connor Hellebuck. Da waren wir zuletzt bei 95, kam jetzt ein 97er raus, natürlich ein Goalie, 1,93 groß, 94 Kilo, zweimal Funke, einmal Heart and Soul. Ja, alles bei Maximum, egal wie man es dreht und wendet, der ist bei Maximum, dazu nur 79 Aggression, auch super. Und natürlich damit auch seine Team of the Season Karte auf 97 gestiegen. Bessere Synergien, die Werte sind die gleichen. Also der hier sollte auch billiger sein wie der Team of the Season logischerweise. Aber ich habe es schon ein paar Mal jetzt gesagt, ich bin halt von Goalies nicht wirklich überzeugt. Also ich hatte den 97er Wasilewski der Zeit lang. Der hat auch nicht mehr gehalten wie alle anderen Goalies auch vor und nach ihm. Also
Ich würde einen Goalie auswählen, wo die Synergien für euch passen, wo ihr vielleicht auch leiden könnt. Das ist vielleicht auch ein Vorteil. Und wenn es ein 88er Grubauer ist, dann ist ein 88er Grubauer ist auch nicht schlimm. Also hier, Vorsicht, wenn ich ihn ziehen würde, würde ich ihn definitiv verkaufen, ein bisschen Geld machen und mir dafür einen 92er Goalie holen, der die gleichen Synergien hat oder die, wo euch halt passen, die wo ihr braucht. Wird meiner Meinung nach mehr Sinn machen. Und den Abschluss macht hier von den neuen Primetime-Karten von den Boston Bruins. Hat man, glaube ich, auch schon die Variante. Bin mir mal ganz sicher. Ja, hat man schon als Team of the Week. Jetzt nochmal als Primetime. Der 97er David Pastrnak. Linker Flügelspieler. 1,83 groß, 88 Kilo. Zweimal Balance, einmal Gladiator. Ja, auch im Schnitt ist die Karte über bei 99. Also mit den Synergien ist okay. Das ist nicht ganz so überpowered. Aber trotzdem ist er bei 99 Beschleunigung, bei 98 Geschwindigkeit. Rest ist alles bei 99. Also super Karte. Damit ist zwar Team of the Year Karte von ihm nicht gestiegen vom Wert her, also ist immer noch eine 97 Karte, aber wenn man die beiden Team of the Year, Primetime und Team of the Week vergleicht, wird man feststellen, dass da doch der ein oder andere Unterschied ist. Das heißt, hier war nur bei 94 Beschleunigung, 94 Geschwindigkeit, geht jetzt auf 95 hoch und damit ist die Team of the Year Karte von ihm auch in diesen Kategorien, die jetzt eben noch gestiegen sind, auch gestiegen. Also der hier ist auch rundum perfekt. Hard and Soul ist halt hier immer noch irgendwie falsch, weil bringt ihm eigentlich gar nichts, aber gut. Trotzdem natürlich super Karten hier. Mal noch irgendwas? Schlaue Liste? Nein, Schlaue Liste sagt, wir haben nichts mehr. Zumindest keine neuen Karten. Wir haben noch einen neuen Hood Rush. Belohnungen bleiben da gleich. Es kommt halt, wir müssen uns noch was angucken, bevor wir zum Hood Rush übergehen. Es gibt wieder dieses Set. Ihr gebt 75 Goldspiele an und bekommt dafür zwei Gold Collectibles. Aber jetzt hier war vorhin war es noch an erster Stelle, jetzt ist ein dritter gerutscht. Also gut, ihr gebt 75 Goldspiele an, bekommt dafür 75, nee, ihr gebt 75 Goldspiele an, bekommt dafür zwei Gold Collectibles. Also auf jeden Fall machen, wer jetzt noch Gold Collectibles braucht, gerade vielleicht für diesen 97er Playoff-Helden, da haben wir zwar noch ein paar Wochen hin, bis es soweit ist. Aber wer jetzt hier bei diesen, ja genau, bei diesen 97er Stanley Cup Finals Master Item Choice Pack. Da ihr zuschlagen will und noch keine Gold Collectibles hat, kann ich auf jeden Fall zuschlagen. Oder alternativ, wenn ihr jetzt einen Spieler für 1000 Münzen reinstellt zum Verkaufen, ist der sofort weg. Also ich habe jetzt schon, weil ich morgen kommen ja die Belohnungen für Rivals und Hood Champs, komme ich ungefähr bei 80 Spieler, deswegen habe ich jetzt alles über 80, mehr kommen nicht zusammen, habe jetzt alles verkauft, 1000 Münzen rein und die sind sofort weg. Also die gehen gar nicht in den Auktionsmarkt rein, sondern die sind direkt weg. Da könnt ihr gerade gut Geld machen auf jeden Fall. Oder eben, wer eben Spieler braucht, kauft jetzt Spieler ein für 1000 Münzen, am besten von mir, und macht dann dieses Set. Ich glaube, normal war es immer zweimal, beim letzten Mal ging es dreimal. Müsst ihr testen, wie oft es zugeht. Auf jeden Fall bis morgen, beziehungsweise bis übermorgen Abend verfügbar. Wer Hood Champs, wer Rivals Belohnungen morgen kriegt, kann das Set auf jeden Fall zumachen. Für die Squad Battle Belohnung wird knapp, weil die kommen dann erst in einer Stunde und 24, in einer Stunde, nee, in einem Tag, 23 Stunden und 16 Minuten. Also dann ist dieses Set hier schon wieder weg. Aber trotzdem für Hood Champs und Rivals auf jeden Fall zu machen. Dann haben wir noch einen neuen Modus im Hood Rush. Wie ich schon gesagt habe, die Belohnungen bleiben gleich. Ich bin ja auch schon durch, habe das schon durchgegrindet. Ja, ich bin schon durch. Also hier habt ihr einmal First Line, Bring Your Own Top Players. Also ihr draftet Spieler aus eurem eigenen Lineup. Das Ganze geht über drei Drittel, jeweils 2 Minuten. Wenn ihr dann durch die Beine Pässe macht, 8 Stück, ihr müsst 10 Spiele gewinnen. Ihr müsst immer noch diese komischen 10 durch die Beine One-Timer machen, wie auch immer das funktioniert. Wer das weiß, wie es funktioniert, gerne hier einen Kommentar da lassen. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ihr müsst 12 Handgelenkschüsse machen, die nicht mal ins Tor gehen müssen, und 15 Jump Deeks, dann bekommt ihr 270.000 Punkte hier. Plus natürlich die Punkte, die ihr aus dem Spiel rausmacht. Also, wenn noch nicht mit dem Hood Rush durch ist, kriegt ihr auf jeden Fall noch Punkte zusammen. Die zweite Herausforderung hier im Hood Rush ist 3 gegen 3 mit Dennis Gorianov, also den neuen NHL Moments Dennis Gorianov im 3 gegen 3 auf großem Feld. Und wer zuerst 4 Tore schießt, hat hier gewonnen. Dazu müsst ihr 15 Spiele gewinnen, 15 Schlagschüsse machen, die nicht mal ins Tor müssen, 20 Pokechecks, 25 Pässe und 40 Tore schießen. Also 10 Spiele müsst ihr machen, beziehungsweise 11. Dann habt ihr volle Punktzahl. Hier gibt es dann 270.000 Punkte. Wenn noch nicht die Belohnungen durch hat, vielleicht kurze Anmerkung noch hier. Mir ist es fast entgangen, ich habe es durch Zufall erst gesehen. Hier in der Mitte gibt es ein Gold Collectible. Ganz gut getarnt hier. Normal hat es immer dieses goldene Logo hier. Hier ganz gut getarnt.
Deswegen habe ich dann neulich doch noch durchgespielt, diesen Hood Rush. Sonst wäre es mir echt gar nicht aufgefallen. So, mehr Content haben wir heute gar nicht. Es gibt keine Goldhelden mehr, von dem her bleiben uns die leider erspart jetzt hier. Morgen haben wir auf jeden Fall ein Team der Woche. Wahrscheinlich kein neues Team der Woche, aber wir haben ein Team der Woche. Morgen ist Mittwoch. Morgen gibt es meine Rivals-Belohnungen und meine Hood-Champions-Belohnungen. Da war ich auf Platz 621. Also nicht so toll, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Aber gucken wir mal, was da morgen rauskommt. Damit verabschiede mich heute schon. Leider heute keiner im Chat da. Sehr schade, aber trotzdem vielen Dank für die ganzen neuen Follower, die jetzt kamen. Schaut bei YouTube vorbei, @NightReceWGaming. Schaut bei Instagram vorbei, @NightReceWGaming. Und dann bin ich morgen wieder für euch da, kurz nach 11. Vielen Dank fürs Einschalten und immer dran denken. Sauber bleiben. So schaut's aus. Ciao.